Hallo und herzlich willkommen, ja, zurück zu OMSI 2. Diesmal mit Ton. Ich habe den Bus noch nicht vorbereitet, aber die Hupe sagt mir, ich habe Ton. So, den Bus selbst aufrüsten. Also so sieht das Ganze dann aus mit dem Busbetriebssimulator. Ich blende mal gerne den Chat aus. Hier steht, stelle jetzt deinen Fahrplan ein. Also gehen wir hier auf Sonn- und Feiertag. 30302. Wir wollen nicht die Betriebsfahrt nehmen, wir wollen schon die 08-Fahrt nehmen. Wie angekündigt, halt ein klein wenig zu spät. Aber halt echtzeitbedingt, weil wir in Echtzeit fahren müssen. Wir werden die Linie 78 oder NE78 fahren. Machen wir mal Licht hinten im Bus an. Hat geklappt. Also ich zeige euch jetzt direkt live, was man hier macht, um sie aufzurüsten. 3.5 als IBIS-Code ist das N vorne vor, dann sind wir zumindest dem NE ziemlich nah. In NE weiß ich den IBIS-Code nicht für. Ob's Nicht? denn, gibt's auch nicht immer. So, und man sieht hier das IBIS, das, also hier die Matrix, die kann halt verschiedene anzeigen. Hier steht jetzt, hier läuft jetzt ganz durch, was passieren wird. Keine Ahnung. Ich sollte noch einen Gang einlegen und wir wollen eigentlich auch losfahren, weil wir sind eigentlich schon fast 5 Minuten verspätet. Das in der faulen Ach ja, und ich Abmessung. drücke hier nochmal einmal so. Jetzt wird es ein klein wenig heller, weil ich die Grafikmod ausmachen muss, sonst wird es von der Frameanzahl leider noch viel schlimmer. Ich habe Noch gerade schlechter. gemerkt, dass es mit SweetFX ziemlich dunkel ist, wenn man mal ehrlich ist. Ja, ich weiß. Davon profitiere ich im Moment, weil ich ohne fahre. Ja. So, also ich Sonst habe jetzt hättet meine ihr Fahrt 5 auch Frames. beendet. Du hast beendet deine Und Fahrt? ja, habe gerade dann hier die Auswertung noch gezeigt. Das heißt, ihr habt jetzt auch quasi gesehen, wie das ab jetzt häufiger mal aussehen wird, weil ich finde, es gibt fast keinen Grund, außer vielleicht Frame-Zahlen, den BBS nicht zu benutzen im Moment. Für mich zumindest. Und ja, dementsprechend, bevor ich jetzt zurück ins Büro klicke, würde ich mich zumindest von meinen Zuschauern verabschieden. Mach Auch von das. Tobis, aber Tobis hören mich jetzt gleich eh weiter. Ja, wir fahren jetzt Und pünktlich mit 5 Minuten Verspätung ab und ihr müsst einen ein Ticket kaufen. Ich mach das mal jetzt einfach über die in diesem Shortcuts. Sinne, bis zum nächsten Video und tschüss. Ciao. Ich hoffe, das Dürfte war noch auch noch drauf. draußen. Dürfte auch noch draußen. Ach, wenn nicht, dann ist nicht schlimm. So, erstmal zurück ins Menü, hier Büro. Erstmal direkt die Genehmigung zahlen. Das ist immer sinnvoll. Habe ich jetzt gerade nicht gemacht aus Zeitgründen, sonst wäre ich noch später dran. Ich guck mal, ob ich vielleicht die 5 Minuten aufgeholt bekomme. Das sollte mit Pausen klappen. So, hier kann ich euch auch nochmal den Fahrplan zeigen. Das Problem ist, der endet jetzt hier am Fachmannplatz, aufgrund dessen, dass der zu lang ist. Das ist richtig. Die NE78 hat einfach viel zu viele Haltestellen für das Blättchen. Ich habe gerade gar nicht geguckt, wie viele, aber es dürften so 90 sein. Stimmt das? Oder erzähl ich jetzt Stoß? 96. Tatsächlich sogar. Gut. Also wir haben jetzt auch so Ansagen. Ich hoffe, die hat man gerade gehört. Sonst haben wir doch keine. Doch, die müsste zumindest da weitergesprungen sein. Ja, bei mir lädt er gerade noch die Busse, ja. So, im Gegensatz zu gerade, wo wir einen Hamburger Stadtbus aus dem 3-Generationen-Addon gefahren sind, fahren wir jetzt. Den Bus gerade habe ich gar nicht wirklich gezeigt, aber im Thumbnail ist der, glaube ich, zu sehen. Wir fahren jetzt auf jeden Fall hier einen Citaro. Ich verkaufe mal die Fahrkarte jetzt von draußen und zeige den Bus nochmal kurz. Und zwar als Facelift. So im OMSI-Forum herunterladbar. Und die einzige Modifikation, die ich gemacht habe, ist hier diese Kasse. Das ist nicht diese Standard ostdeutsche Kasse, die in dem Bus drin ist, wenn man den runterlädt, sondern das ist einfach ein iBox-System. Oder eine das ist iBox. Eine ostdeutsche Kasse. Weiß ich nicht. Ich habe mich mit der Kasse nie wirklich beschäftigt. Die ist diese polnische? Diese, ja, ich glaube, polnische okay. könnte sein. Oh. Also die, wo einfach nur Centstücke drin liegen? Genau. Ah, ja, okay. Und hier haben wir jetzt einfach dieses iBox-System und eine Kasse. Hier war 30, oder? Ne, 50. Ach, egal. Bei dem Besitzer Max bin ich jetzt 30 gefahren, ist mir auch egal. Ja, wenn es rot wird, warst du zu schnell. Das ist die einzige Faustregel. Na, ist egal. Die Ampel hier ist eh rot.
Und wir haben hier unten dann halt unser ganz normales Kassensystem, was man eigentlich aus den meisten Bussen kennt. Zusätzlich liegen hier ein 5- und 10-Euro-Schein, aber da passiert nichts, wenn man die anklickt. Also die liegen ja nur zur Zierde. Die kann man nicht rausgeben. Ich glaube, ich muss den Betriebssimulator nochmal neu starten. Ich glaube, ich kann meine Schichten nicht einsehen gerade. So, hier zeige ich euch jetzt mal. Also hier kann man die Kurve, kann man mit einem Gelenkbus schaffen, die kann man auch mit einem Doppelgelenkbus schaffen, aber nicht so, wenn, wie ich es jetzt mit dem Solobus fahre. Ergibt Sinn, würde ich sagen. So, und jetzt haben wir im Prinzip unseren kleinen Kreis in Oesdorf auch schon abgeschlossen und fahren jetzt bis Düsseldorf. Den gleichen Weg zurück, den ihr ja dann schon im ersten Video gesehen habt oder später sehen werdet, wenn ich das Video irgendwann später sende. Keine Ahnung. Ich ignoriere jetzt mal, dass ich hier eigentlich mit Warnblinker anhalten müsste. Was? Hallo. Das geht ja mal gar nicht. Doch. Bequemlichkeit. Ich fahre wieder ohne Hilfsweile, weil es ist jetzt für mich einfach, diese Route zu fahren. Ja, ich weiß auch nicht warum, aber Städtedreieck ist bei mir auch irgendwie so eine Karte, da kann ich mich ultra gut drauf orientieren. Das habe ich bei anderen Karten nicht unbedingt so. Liegt allerdings vielleicht auch daran, dass ich andere Karten nicht so exzessiv spiele. Ja, ich glaube, damit hast du dein Warum schon beantwortet. Das mag gut sein. Ich werde auch, glaube ich, weil ich wieder vergessen habe, mir hier die erste Shift-Z-Zeile anmachen. Nicht, weil ich schlecht in OMSI bin und das brauche, die Zusatzinformationen brauche, sondern eben aus Gründen dessen, wie ich schon erwähnt habe, mit diesem Loading-AI. Ach, das brauche ich nicht. Ich könnte die Dachluken mal ein bisschen aufmachen, dann wird es nicht zu warm im Bus. So, hier bei dem Bus ist es merkwürdig, die steigen immer hinten ein und möchten trotzdem eine Fahrkarte. Das ist ganz merkwürdig. Hier. Ja, das ist da, glaube ich, irgendwie im Skript ein bisschen schief gelaufen. So, was kriegst du zurück? Du kriegst 10, auf 10 Euro raus. Ich habe jetzt mal die Fahrkarte richtig verkauft. Und habe inzwischen eine halbe Minute Verspätung hinzugewonnen. Was jetzt im ersten Stück noch nicht schlimm ist, aber gleich blöd wird, deswegen ignoriere ich jetzt das Stoppschild. Das gibt wertvolle Sekunden. Liebe Kinder, macht das bitte im echten Straßenverkehr nicht so. Das ist richtig. Außer ihr habt gute Gründe oder seid ein Feuerwehrwagen. Was ich als guten Grund durchgehen muss. Fahrt auch nicht so schnell wie ich gerade. Ich habe mal drauf getreten. Ja, im Spiel ist das alles in Ordnung. Das ist richtig. Das Problem ist nämlich, dass wenn man hier zu viel Verspätung hat, die NE78 ist halt mit den ganzen anderen Nachtexpresslinien in Laupendal gekoppelt. Und dann gehen die ganzen Anschlüsse verloren. Das ist richtig. Deswegen verkaufe ich jetzt die Fahrkarte auch wieder mit den Short Keys. Mache ich eigentlich auch nicht so oft, außer wenn ich Verspätung habe und gerade schon losgefahren bin und die dann eine Fahrkarte wollen. Und das passiert bei dem Bus halt sehr häufig, weil die hinten einsteigen und erst bis vorne laufen müssen. Bis dahin fahre ich schon und die wollen eine Fahrkarte. Ja, dafür gibt es ja den einfachen Ticketverkauf. Ja. So, wir machen jetzt übrigens gleich live und in Farbe den Bruch zu den Let's Play-Projekten. Habe ich mir jetzt gerade spontan überlegt. Wenn es okay. Dann um sie geschissen kriegt, jetzt schnell zu laden. Das heißt, aus Quatsch und Drive wird Let's Play OMSI 2. Ja. An dieser Stelle würde ich jetzt einen Tusch einfügen. Das kann ich mir dann überlegen, wenn ich das in der Nachbearbeitung noch mache. In der Post-Production. Wir sind professionell, wir machen das auf Englisch. Deswegen sind es bei mir auch gerade 15 FPS, zumindest wenn man OBS trauen darf. Ich mach das jetzt auf Deutsch, ich nenne das Postproduktion. Oh.
Also Briefherstellung. Haben wir mal vollgeladen? Ja, so in etwa. Ah. Jetzt habe ich versucht, die Tür vorne schnell genug zu öffnen, aber da war er schon hinten. Naja. Ich hätte gerne einmal Schüler. Der möchte natürlich trotzdem eine Fahrkarte haben. Deswegen gibt es hier wieder den Short-T. Und Steuerung-T. T und Steuerung. T ist auch ein bisschen umständlich, oder? Nee. Finde ich schon. Ich nicht. Ja, das ist Geschmackssache. Toll, jetzt muss ich wieder in 2 Minuten abfahren. Wir müssen ja an jeder Haltestelle anhalten. Ich bin bei 6 Minuten Verspätung. Irgendwas mache ich falsch dafür, dass ich schneller sein wollte. Also, wie dem auch sei. Kurz den Fahrplan anstellen. Also, hören wir jetzt live die Anmoderation bei dir? Ja. Ich stelle nur kurz ein. Trinke ich einfach mal schamlos was. Ja, finde ich sehr nett von dir. So. Genau, den Chat hätte ich gerne wieder ausgeblendet. Sehr schön. Das brauche ich auch nicht mehr und die Minimap möchte ich haben. So, ich muss euch sagen, hier bis Zack. Griesbach Bahnhof 0:35 oder spätestens bis Nordbahnhof 0:47 sollten wir pünktlich sein, um Anschlüsse an die NE 77 bzw. 75 zu haben. So, ich würde sagen, dann fangen wir mal an, ne? Also ich fange mal an. Ja, ich fahre schon. Bei mir ist schon fast wieder ein Video rum. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer ersten Folge Let's Play OMSI 2. Aber zu einer 20. Folge OMSI bei dir. Ja, mindestens. Ich hab nicht erzählt. Nochmal. Hamburg 109 fährst du. Karte Hamburg, genau. Und zwar diesmal auf der alten Version, genau. Brauche ich einen Papagei? Nein, ich wollte eigentlich vor dir sprechen, aber du warst so schnell. Das war sehr nett von dir. Ja, und genau, das ist jetzt quasi der erste Folge, die den Bruch von Crutch and Drive zum geordneten Projekt markiert. Und mir fällt auf, kaum nimmst du wieder auf, knackt es bei dir. Also liegt der Grund eindeutig an OBS, ja? Ja. Bin unschuldig. Nein, ist nicht schlimm. Das Programm deinstallieren. Und du fährst jetzt nochmal die gleiche Linie, das ist auch irgendwie cool. Ich fahr jetzt vor allen Dingen erstmal eine Runde. Wer das. Ja, das war schlechter Fahrstil, ich habe spät gewärmt. Das Coole ist, wenn das einer ohne Ton guckt, dann denkt der, du hättest zweimal das gleiche Video hochgeladen. Nee, kann jetzt nicht sein, ich wurde jetzt nämlich gerade geblitzt. Ha! Falls jemand wissen will, wie es ist, wenn man geblitzt wird, schaut das Video bei Matthias. Bei mir wird das nicht so schnell auffallen. Ja, ist auch einfach zu finden, ist nämlich die erste Folge. So. So. Bevor die mich jetzt zulabert, dass sie den ganzen Tag unterwegs ist, im Nachtexpress um 0.20 Uhr, drücke ich da mal schnell T. Ach, erstmal wieder drüber schildern, toll. 109. Alsterdorf. Ich höre ein zweites Mal ein Bohrfeld der Scheiße. Ich sollte mal nicht so rasant in die Kurven gehen. Das ist eine Idee. So, also der Bus ist der gleiche wie in der letzten Folge, die dann noch in einer Playlist hängt. Nämlich immer noch der Aachener Citaro. Und dann fahren wir jetzt mal mit einer halben Minute Verspätung los. Und es ist halt super, eigentlich wenig interessant, weil die Verbesserungen bzw. die Änderungen in dieser Map sind eigentlich relativ gering gewesen. Also wir haben jetzt im Wesentlichen die gleiche Fahrt vor uns, die wir schon mal hatten. Außer der Start am... Achso, nee, du fängst am Rathaus an. Am Hauptbahnhof wäre der Startpunkt anders. Ja, das ist richtig, aber das ist auch nur so eine marginale Änderung. Aber vielleicht verpasse ich diesmal keine Haltestelle. Hashtag Spoiler. Nee, aber wenn Anzeigen habe ich immer noch keine. Wenn die Videos danach kommen, dann ist das ja. Das schon auch wieder. Also falls ihr es noch nicht gesehen habt, tut mir leid. Wobei du die ja in anderer Reihenfolge ursprünglich warst. Ja, ist ja jetzt im Wesentlichen egal. Das sind jetzt da zwei unterschiedliche Projekte. Und ist auch gar nicht redundant. Ja, mal Licht an. Junge, ist doch Licht an. Ich lade einfach mal alte Videos nochmal hoch. Ist ja schon so lange her, wo die liefen. Hallo. Das ist auch eine Idee. Ich hoffe, bei mir kommen auch demnächst wieder mehr Videos, so was Mini-Metro und so weiter angeht. Ja, was hier jetzt passiert ist, kann ich nicht ignorieren. Ist eine gute Frage. Hier ist OMSI jetzt gerade abgeschmiert, deswegen melde ich mich gleich wieder in der nächsten Folge, denn das sind jetzt 15 Minuten um.
Also spontan doch ein echter Cut. Ja, super.